Zwei Tage in der Zukunft ist die Vergangenheit von drei Tagen in der Zukunft. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded. Wisst ihr, was ich jetzt kann? Auf Knopfdruck. Ich kann einfach verschwinden und wieder kommen. Das wird mir so viel in den Streams dann erleichtern am Schluss, wenn ich das dann mal hinkriege. Genau. Das letzte Mal haben wir genau bei diesem Raum hier aufgehört. Als ich sagte, dass ich keine Ahnung habe, was wir hier tun müssen. Und ich habe auch keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Hier muss... Da muss ein Block hin. Wo ist denn der Block? Der Block ist... Der kommt da. Warte mal. Wir gehen mal kurz in die Future. In der Zukunft gibt es hier kein Glas. Lass uns mal hier einen Block hinfeuern. Okay, immerhin kommt der Block. Warte mal. Wenn ich jetzt in die... Nee, warte mal. Oh, I know how. Ich habe Know-how. Und zwar... Feuern wir den Coop. Den Coop, ja. Jetzt wird halt der alte reloaded. Und jetzt schaut euch das an. Wir gehen hier rüber, setzen hier ein Portal und sind hier im Hier und Jetzt. Weil ich habe das Game einfach studiert in den letzten 5 Minuten. Ja, komm, aber das ist jetzt easy. Weiß nicht, ob ich hier raus muss oder in der... Ich gehe lieber im Hier und Jetzt. Nee, ich muss außer. Ja. Oh, wait, kann ich gar nicht machen. Weil ich muss ja den Cube mit ins Hier und Jetzt nehmen. Und dann... Oh, that makes sense. Aber wie kriege ich ihn jetzt von da oben? Das da. Das hier ist der falsche Cube. Die müssen getauscht werden. Oh no. Warte. Den hier kann ich aber nicht mit in die Zukunft nehmen. Ich muss den mal destroyen. Tschüss. Und zwar brauchen wir den Hier und Jetzt Cube. Hier und Jetzt. Das heißt, wir müssen ihn fangen. Perfekt. Der Cube muss dahin. Das ist nicht möglich. Weil... Kurz damit ihr versteht, meinen Gedankengang versteht. Wenn ich den Kubus dann drücke, hier feuern lasse, verschwindet ja der hier. War mein Ansatz vielleicht doch richtig? Aber wie kriege ich den dann darüber? Wenn ich den per Zeitportal hier rausfeuern lasse... Natürlich! Ich habe das Game studiert, wie gesagt. Wenn ich jetzt... Achso, halt. Hier und jetzt. Bam. Zukunft. Vergangenheit. Zack. So, jetzt. Der hier wird jetzt durch die Zeiten gefeuert. Ja? Kubus, du wirst durch die Zeiten gefeuert. Und zwar, wenn wir den mit ins Hier und Jetzt nehmen. Genau. Remember that you can only place time portals on surfaces which are in the same condition in both timelines. Nein, was? Aber ich kann hier keinen Cube hinlegen. Das macht einiges schwerer.
Ja, vergiss es. Ich krieg den nicht nach da hinten. Sonst hätte ich den jetzt da reinfallen lassen, der wäre runtergefallen. Ich habe aus der Zeitlinie wieder hochgeschossen. Ich hätte das Portal gerne zack, zack und rübergeschossen. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Doch, macht Sinn, wenn ich das aber in einer anderen Zeitlinie mache. Ganz kurz, ich muss den... Nee, ich kann hier... Doch, ich kann in der Zukunft... Okay, er ist nicht hier. Er ist hier. Ja, warte mal, nochmal neu. Zack, durch. Bam. Einfach Studium hinter mir. Ich hätte nicht gedacht, dass das im Second Try funktioniert, aber schön. Good. In case you were curious, no. We cannot make infinite clones of you because of the stupid rules of quantum mechanics. Only once you die can we take your atoms and recreate your body for continued perpetual testing. Okay, schade. Aber wir werden immer wieder zusammengebaut, wenn wir sterben. Das ist doch auch was, oder? Das ist ein Deal. Also ich finde, das ist ein guter Deal. Ich bin auch dafür, yo, wir töten mich und bauen mich einfach aus meiner Quarks-Materie wieder erneut zusammen. Seid ihr nicht so entstanden? Ich bin schon wieder der Einzige. Okay, warum? These lasers should provide a fun change of pace. Please be aware that some test elements may only be functional in one timeline. Bitte was? Ja, aber ich hab doch... Das macht doch auf gewisse Weise Sinn, dass... Nee, warte mal. Boah. Ich kann jetzt Portale setzen. Cool. Aber warte mal. Nee. Okay, hier kann ich nicht setzen. Der Laser muss hier ins Zeitportal rein. Warte mal. Warte, der geht dann? Halt, nein, Zukunft. Aua! Er kommt hier raus. Dann setze ich Blau einfach hier hin. Great. Ja, das war easy. Now, you might be wondering how it is possible to hear these automated messages, regardless of which timeline you're in. Ja, warum? Würde ich auch gerne wissen. Small device directly into your brain. That way you can hear these messages as if they were the voice of your own conscience. Ah, they practically are, considering how much of your cerebral cortex we had to remove to make this work. Mann, es ist Portal. Warum wundert mich das eigentlich auch nie? Was ist das da? Hallo? Ist das so ein Laser-Ding, was man mit Lasern aktivieren muss? Nein? Doch. Habe ich einen Block oder so zur Verfügung, bitte? Ja. Ich kann jetzt also... Wartet mal. Ich will... Ja, so ist okay.
falsches... No way! Ich muss hier ein Zeitportal setzen. Macht das überhaupt keinen Sinn? Wieso kann ich hier durch den Strahl durchlaufen? Weird. Aber das macht auch keinen Sinn. Ich habe ja nur... Oder will ich das Rätsel in der Zukunft lösen? Hier muss der Laser nachher hin. Ja gut, hier ist er jetzt nicht. Aber wenn ich ihn... Da. Da, wenn ich ihn hier... Wartet mal. Halt, wir haben doch hier auch den Kubus. Stopp. Aber wenn ich den jetzt hier drücke, ist tot. Ja. Aber wir haben doch hier einen Kubus. Wo ist hier unser Laser? Warum funktioniert der Laser hier nicht? Auf jeden Fall müssen wir nachher gucken, dass der Laser sich hier durchfeuert. Warte mal, andere Möglichkeit. Ich muss das jetzt in der Zukunft machen, weil wenn ich in der Vergangenheit was bewegt, zerstört das... Rippt das die komplette Zukunft. Ich mach das direkt mit einem anderen Ansatz. Ich mach das direkt... Bringt mir. Ja, hätte ja sein können. Jetzt aber... Oh. Dann hier... Time Portal. Dann... Time Back. Zurück. Dann schon wieder was bewegt, gell? Ich hab's gemerkt, Spiel ist gut. Dann gehen wir jetzt. So. Der Laser kommt hier rein. Und aktiviert die beiden. Da dachte ich zumindest. So trifft der Laser nicht. Ich muss das ja genau alles abschätzen können. So. Jetzt. Ich glaube, es stimmt immer noch nicht, aber es stimmt jetzt. Oh Mann, ich laufe jetzt dran vorbei. Okay, also es fängt schon wieder sehr gut an, muss ich sagen. Hey, wie unfair. So, letzter Versuch. Ich kenne ja hier... Jetzt müsste es passen, weil... Hier hat es jetzt ja auch gestimmt. So. Ich hatte noch nicht mal Schwierigkeiten. Das war wirklich nicht schwer. Das freut mich irgendwie. Things are about to get a little more complicated in the next chamber. But don't lose hope. Think about this. As long as you don't see your own corpse lying in the future, it is safe to assume that you solved the chamber sometime during the last 20 years. Oh. Erstmal kurz gucken. Nee, ich hab's in den letzten 20 Jahren geschafft. Hier ist ein Laser. Den ich hier durchfeuern kann. Ganz mies. Ich kann hier nicht rauslaufen.
muss das ziemlich als letztes setzen. Und hier habe ich auch... Ich habe jetzt zwei Laser zur Verfügung. Oh Gott. Oh Gott. Was will ich eigentlich machen? Ich muss... Wo kriege ich denn einen Coup her? Hä? Boah, wie viel muss ich aktivieren? Da ist der Coup. Wenn das hier aktiviert... Achso. Boah, und hier kann ich einfach durchlaufen. Phänomenal. Und zu allem. Es müssen bei... Ah, das wird kompliziert. Das kostet mich jetzt die nächsten 5 Stunden. Ich würde gerne meine Dings löschen. Lösche ich die hiermit? Löschen. Wenn ich sie hier lösche, sind sie in der Zukunft auch weg. Hätte Sinn machen sollen. Jetzt haben wir 2 Laser. Die mir hier an der Stelle eigentlich überhaupt nichts bringen. Ja. So. So. Eindeutig. Da hinten muss ich dann in die andere Timeline. Hier kann ich noch ungeschadet durch. Das bringt mir aber in der Zeitlinie nicht. Muss es aber in der machen, weil ich brauche den Kubus von Zukunft und Past. Ist hier kann ich einfach durchlaufen und manchmal geht das nicht. So weird. Und ich kann auch keine 2 Zeitportale setzen. Das ist auch was mich sehr stört. Da oben muss ich was hinbekommen. Das heißt, hier muss auf jeden Fall was hin. Irgendwie sollte das Sinn ergeben. Nee, der kommt von da hinten. Ich habe keine Ahnung. Warum sollte ich hier einen Laser reinschicken? Ich kann da gar keinen Laser reinschicken. Ich muss den Laser aus der Past nehmen. Den aus der Zukunft kann ich nur an dieses eine Ding hier schicken. Hier habe ich die Möglichkeiten, alles zu aktivieren. In the same time. Die müssen beide aktiviert sein. Hä? Oh, ich weiß wie. Ich komme hier nicht mehr zurück. Doch, komme ich. Der Student kommt nicht mehr zurück. Doch, wenn er hier ein Zeitportal setzt. Wenn er hier... Okay, also das hier kriege ich nur dahin. Das war's. Zukunft. Kann doch eigentlich so... So... Und das durch die Zeit schießen. Da bringt mir das mal wieder nichts. Weil ich dachte eigentlich, ich könnte hier rein, die Portale setzen, dann die Zeit wechseln, wieder rauslaufen. Aber solange ich hier drin bin, kann ich die Zeiten ja nicht wechseln.
Klar könnte ich so und so machen, aber ich... Also... Das funktioniert nicht ganz, so wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Also hier, so, wir gucken uns jetzt einfach die Vergangenheit ganz stumpf an. Das muss aktiviert sein und das muss aktiviert sein. Damit ich... Das ist aktiv. Das ist aktiviert. Nein, ich bin in der Fall... Hä? Ich muss hier meine Portale passend setzen. Ich kann da drinne kein einziges Portal setzen. Doch, kann ich schon. Ich kann so machen. Ja. Und dann hier so und so. Aber das bringt mir nichts. Weil dieser blöde Laser zu doof ist, um die Kurve zu gehen. Hier drin kann ich nichts machen in der akuten Zeit. Ich krieg da nicht, wenn ich das durch ein Zeitdings schicke. Ey, bringt. Glasscheibe ist immer noch da. Eigentlich auch nichts. Massive Überforderung. Ich kann mir vorstellen, dass die Folge heute dazu noch länger wird. Aber, Leute, wir machen das Rätsel in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung wie, weil ich komme hier drinnen nicht. Ich kann hier, wenn ich hier durchgehe, ist tot. Ich krieg diesen Laser hier nicht raus. Wüsste auch nicht. Das schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal an. Deswegen verpasst die nächste Folge nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute.